Ein herzliches Hallo aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ich bin die Sandra von Wir sind viel mehr. Wir gehören zum aktiven Widerstand auf der Straße und betreiben praktisch Aufklärungsarbeit. Wenn man sich näher mit dem derzeitigen politischen Desaster befasst, wird einem recht schnell klar, dass hier ziemlich viel im Argen liegt in Deutschland. Leider ist es so, dass noch viel zu wenig Menschen in Deutschland verstanden haben, wo die Reise mit dem derzeitigen Regierungsstil hingeht. Und wir versuchen bereits seit einiger Zeit alles Menschenmögliche, um eben aufzuklären. Was wir festgestellt haben, ist, dass selbst diejenigen unter uns, die das Unrechtssystem bereits begriffen haben, Angst haben, auf die Straße zu gehen, weil sie zu Recht berufliche Konsequenzen befürchten. Manche aus unseren Reihen sind sogar bereits vom Ehrenamt ausgeschlossen worden. Nun könnte man sagen, das ist doch fast unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit, gesehen zu werden, ist doch relativ gering. Leider ist das nicht der Fall. Denn du wirst im Anschluss eine Demonstration von Journalisten der Regionalpresse mit verdrehten Tatsachen, Halbwahrheiten und frei erfundenen Äußerungen und Verknüpfungen öffentlich diffamiert und bekommst deinen rechten Stempel. Auch wenn du ausschließlich mit sozialpolitischen Themen auf die Straße gehst, das reicht schon völlig aus. Kritisierst du das System, musst du mit Repressalien rechnen. Das ist so. Städtische Bündnisse werden auf Organisationen wie unsere angesetzt und können mit Hilfe unserer Steuergelder einen professionellen Kampf gegen das eigene Volk anzetteln. Ganz offensichtlich ist es das Ziel, alle regierungskritischen Stimmen verstummen zu lassen. Ein sehr schwieriges Thema, aber wir haben nicht aufgegeben, zum Glück. Deshalb freuen wir uns jetzt auf ein engagiertes Mitwirken im Bürgerforum Hallo Meinung, in dem alle gemeinsam mit geballter Kraft und dennoch eigenständig gegen diesen Irrsinn vorgehen. Wir sind überzeugt davon, dass wir alle gemeinsam unsere Zukunft verändern und noch sehr viel erreichen können und vor allem zum Positiven lenken können. Wir werden uns sehen. Ich freue mich schon darauf. Bis dahin, tschüss.